Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Let's Go Pikachu, wo wir im letzten Part in Mamoria City angekommen sind, nachdem wir durch den Vertania-Wald gewandert sind und dabei ein äußerst widerspenstiges Metbo gefangen haben. Was ich auch machte, es wollte nicht drin bleiben und ist auch einmal geflohen. Doch dann, kurz bevor wir aus dem Vertania-Wald rausgekommen sind, konnte ich es dann doch noch fangen. Ein wirklich guter Moment war das gestern. Auch ein guter Moment war es, dass wir nun unseren ersten Orden in Mamoria City errungen haben. Ja, der Orden von Rocco ist schon mal unser. Nummer 1 von 8. Gott. Wirklich exzellent. Und heute werden wir uns mit unserem neuen Orden, mit Pikachu im Partnerlook und mit King, unserem Nidoran, uns aufmachen ins Museum. Denn ich hatte es ja im letzten Part ja so gesagt, dass ich mich jetzt mal ein bisschen hier in Mamoria City umsehen werde. Ja, ja. Das mache ich dann heute mal. Außerdem, im letzten Part haben wir dann auch noch auf Gary, sind wir dann auch noch auf Gary gestoßen. Der uns ein paar Superbälle geschenkt hat. Wirklich sehr nett. So, und jetzt erstmal holen wir uns den Pokéball hier, den wir im letzten Part noch gesehen haben. Aha. Eine Kapsel X-Abwehr. Du verstaust das in der Kampf-Item-Tasche. Okay. Wenn es weiter nichts ist, dann ist es ja gut. So, wir haben uns außerdem auch schon im letzten Part ein bisschen neu ausgestattet. Psst, psst, psst. Hast du eine Ahnung, was ich hier mache? Nö. Ich versprühe Lockparfüm, um wilde Pokémon zu meinen Blumen zu locken. Ah, und bisher ist bloß Raupi gekommen. Au. Ja, nur Raupi ist bisher gekommen. Weißt du, was ich hier mache? Ja. Gut, ich schuf dir nämlich ganz schön. Die Arbeit will heute einfach kein Ende nehmen. Ja, ja. Man muss einfach mal ein paar Blumen besprühen. Warst du schon im Museum? Nein. Oh, du solltest aber unbedingt mal hin. Gut, will ich auch. Ich gehe mal ins Museum. Das ist ja ganz und gar nicht dumm. Das Museum. Hallo? Aha, Aerodactyl. Der Weltraum, unendliche Weiten. So ganz erkennen kann ich es allerdings nicht, was da abgebildet ist. Könnte vielleicht das Bernsteinfossil sein. Willkommen, für Kinder beträgt der Eintritt 50 Poké-Dollar. Möchtest du dir die Ausstellung ansehen? Ja. Alles klar, das macht 50 Poké-Dollar. Vielen Dank. Deine anderen Pokémon, Pokémon allerdings müssen 400 Poké-Dollar bezahlen. Viel Vergnügen. Nein! So, aber trotzdem, mal kurz gucken. Wissenschaftsmagazine. Da drüben ist ein Bernstein. Aha. Ein Bernstein. Dann irgendwelche Wissenschaftler. Okay. Oh, ein Kabutops-Fossil. Ein Aerodactyl. Nice. Fossilien. Stühle. Ein Fossil von irgendwas. Ach so, doch ein Aerodactyl-Fossil. Das ist ein seltenes urzeitliches Pokémon-Fossil. Aha. Faszinierend, nicht wahr? Ich bin ja so dankbar, dass ich die Knochen einer solch majestätischen Kreatur mit eigenen Augen sehen darf. Ja, ja. Ich habe schon mal eins in echt gesehen. In einer anderen Region, in einer anderen Zeit. So, was haben wir noch hier? Oh, was ist denn? Hä? Ist hier was, Nidoran? Meteorit vom Mondberg. Es handelt sich vermutlich um einen Mondstein. Ah ja, du merkst wohl schon mal... du glaubst oder du merkst schon mal... Ey, du weißt schon mal, dass du einen Mondstein demnächst brauchen wirst. So. Aha. Warte mal. Nidoran. Na, verdammt mal, Nidoran. Irgendwas ist doch hier. Aha, King starrt den Mondstein an. Okay, ich denke mal, du weißt wirklich schon, dass du dich bald irgendwann entwickeln wirst durch einen Mondstein. Ja, ja. Selbst die, Duflors in der einen Pokémon-Episode in der Johto-Region. Ja, ja, die wussten ja auch von selbst her, in was sie sich entwickeln können. Ein Mondstein. Ich frage mich, was daran so besonders sein soll. Sieht aus wie ein gewöhnlicher Stein.
ob wir eigentlich in der... Na, warte mal, was hier? Aha, hier ist schon mal die Raumfahrt. Der Raumfahrtkram. Aha. Sonne. Mhm. Die Entstehung des Weltalls. Aha. Arceus ist aber hier nicht abgebildet. Damals setzte der erste Mensch seinen Fuß auf den Mond. Und nun, viele Jahre, Jahrzehnte später, steht als nächstes Ziel der weiter entfernte rote Planet an. Ach ja, ich freue mich jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn es Neues zum Thema Weltraum gibt. Ah ja, der Weltraum. Unendliche Weiten. Ich hätte gern ein Pikachu. Ist so furchtbar süß. Fängst du mir eins, Papa, bitte? Ja, ja, ein Pikachu. Ich besorg dir eins, versprochen. Hey, ich hab noch ein Pikachu auf der Box. Wenn du willst, kannst du es gegen irgendwas tauschen. Dein Pikachu scheint ja nicht besonders an dir zu hängen. Was? Eigentlich könntest du doch meine Tochter überlassen. What? Nidoran, Giftstachel. Sofort. Oder Doppelkick. Oder Schnabel. Mensch, jetzt kann auch mal unverschämt die Leute von heute. In der Ausstellung für diesen Monat dreht sich alles um das Thema Raumfahrt. Ja, ja. Hm. War aber... Okay, dann bedeutet das hier eigentlich ja bloß Raumfahrt. Aber diese Kugel da, die da abgebildet ist, soll höchstwahrscheinlich ja der Mars darstellen, aber sieht ein bisschen bedrohlich aus. Ha. Eigenartig, eigenartig. Na, was soll's. Wir haben uns jetzt die Ausstellung hier angeguckt. Gehen dann jetzt erstmal hier weiter. Noch in noch ein Haus. Und dann geht es rüber in Richtung Mondberg. Wir müssen ja auch bald mal auch unser nächstes Pokémon fangen. Mit wachsender Erfahrung erlernt Pokémon neue Attacken. Manche Attacken kann man ihnen allerdings nur mit TMs beibringen. Ah, stimmt ja. Wir haben ja im letzten Part auch die TM-Kopfnuss von Rocco gekriegt. Also, die TM-Kopfnuss. Okay, die können wir dann mal Nidoran beibringen. Hm. King wird die Kopfnuss erlernen. Also gut, Silberblick ist allerdings noch nicht allzu verkehrt. Giftstachel, ach was soll's. Silberblick kommt weg. Kopfnuss, herbei. Herbei, herbei, die Kopfnuss ist schon mal da. Vielleicht auch nochmal bei Shikara. So, was haben wir denn hier noch? Donnerstock, Heuler, Zurückzukeep. Ja, Heuler kommt mal weg. Heuler kommt mal weg um die Ecke. Und die Kopfnuss ist erlernt. Exzellent, exzellent. Nicht wahr? Nicht wahr, Shikara? Zeit für eine kleine Spielrunde. Shikara scheint bei bester Laune zu sein. Oh yeah. Bei bester Laune. Warte mal. Ja, kratzen durch die Kappe. Ja, einfach gut, einfach gut. Dafür gibt's dann auch nochmal eine Beere. Hier bitte. Ist zwar eigentlich blöd, wenn wir die ganzen Beeren jetzt ja schon verbrauchen. Denn die brauchen wir unbedingt ja, um leichter Pokémon zu fahren. Obwohl, wartet mal. Wartet, wartet, wartet. So viel Zeit muss noch mal kurz sein. Vielleicht hat der Käferfänger ja was für uns. Pokémon sind einfach zu fangen, wenn du sie mit dem Pokéball genau in der Mitte triffst. Trotzdem gibt es keine Erfolgsgarantie. Ja, das haben wir bei Smetbo im letzten Part gemerkt. Mhm. So. Dann geht es jetzt erstmal weiter. Ich weiß, wir werden niemals scheitern. Na, hast nichts zu sagen? Oh, das ist ja der Felsorden. Du hast ihn von Rocco bekommen, oder? Übrigens, je mehr Orden du hast, desto größer ist auch deine Auswahl im Pokémon-Supermarkt. Das blaue Haus da drüben ist so ein Pokémon-Supermarkt. Wissen wir. Aber das wusstest du bestimmt schon. Es gibt immerhin in fast jeder Stadt ein. Jo, das wissen wir, das wissen wir. Auf Route 3 sind... Hä? So eine Art von Trainer kannte ich bis jetzt noch nicht. Sehe ich da einen frisch gebackenen Trainer? Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainer-Coaches. Wir warten an verschiedensten Orten und helfen vorbeiziehenden Trainern dabei, sich und ihre Pokémon für Abenteuer vorzubereiten. Wir Trainer-Coaches sind ziemlich stark, wenn ich das mal so sagen darf. Wir sind The Voice of Kanto.
Wenn du dein Können auf die Probe stellen willst, dann fordere uns heraus. Ah, wenn zweiter nix ist, dann machen wir es doch mal. Du scheinst mir jemand zu sein, der sein Können auf die Probe stellen will. Als Trainer-Coach kann ich dir dabei helfen. Mein Name ist Smudo. Möchtest du gegen mich antreten? Yo, ich will gegen dich kämpfen. Alles klaro, legen wir los. Jetzt wäre es ein Hammer, wenn er wirklich Smudo heißen würde. Oder Michi. Findus. Ah, das kommt nicht so ganz ran. Bisasam. Hey, wie passend. King resistiert seinen meisten Angriff, den meisten Angriffen von Bisasam. Warte mal, was war das eben? Was ist, Pikachu? Shikara feuert euch an. Hä? Oh, Angriff von King steigt, Verteidigung steigt. Spezialangriff von King steigt, Spezialverteidigung von King steigt. Initiative auch. Alter Schwede mit Stampede. Das ist ja quasi so eine Art Z-Attacke von Pikachu hier, aber hier. Nicht übel. Oh, warte mal, wieso setze ich Kopfnuss ein? Ich könnte ja ebenso gut Schnabel einsetzen. Ja, Schnabel ist eigentlich viel besser. Okay, Schnabelangriff. Das hat noch nicht allzu viel gebracht. Aber der Trainer-Coach wird gleich besiegt sein. Und wir werden The Voice of Kanto. Gott. Okay. Ein Schnabelangriff noch. Und der Sieg ist unser. Gott. Dieser Sam ist besiegt. Gott. Level 11. Gott. Level 11 ist erreicht und die Spezialverteidigung steigt. Interessant. Der Rest deines Pokémon-Teams hält auch. Erfahrungspunkte, gut. Ah, Doppelteam. Nein, ich bin kein Fan von Doppelteam. So. Du hast dich gut geschlagen. Viel zu gut. Ich bin schon länger im Job als du, Trainer-Coach. Alle Achtung, du hast Probleme, so ein Trainer-Coach besiegt. Als Anerkennung deines Könns habe ich ein Geschenk für dich. Du hältst ein Beleber. Ja, warum nicht? Beleber kannst du einsetzen, wenn eins deiner Pokémon besiegt wurde. Ein Trank hilft dann nicht, aber mit einem Beleber machst du es wieder fit. Yo, yo, yo. So ist es dann. Das macht uns froh. Froh, froh, froh. Und jetzt kämpfen wir noch gegen die Lady. Was starrst du mich so an? Bist halt eine schöne Lady. Zwinker, zwinker. Okay, die Göre-Lena. Das passt ja eigentlich auch. Aber Lena ist ja, glaube ich, aktuell ja kein The Voice Coach mehr. Egal, ob nun bei The Voice of Germany oder bei The Voice Kids. Da habe ich eigentlich auch letztes Mal gehört, es soll ja eigentlich in diesem Jahr ja noch die Serie The Voice... Nicht Serie, sondern Sendung The Voice Senior geben. Ich frage mich da eigentlich, wer da in der Jury sitzt. Ich habe keine Lust mehr. Lena denke ich nicht. Tja, aber gute Frage, nächste Frage. Es hieß ja eigentlich, dass irgendwann The Voice Senior im deutschen Fernsehen laufen sollte. Okay, wir finden wieder mal drei Pokebälle. Aber auf einer Route, wo es keine Pokémon aktuell gibt, sind Pokebälle irgendwie ein bisschen unnötig. Ein bisschen unnötig. Oh ja, und kämpfe gegen mich. Na, was hältst du von meinen Shorts? Guckst du dir ruhig an. Das würde irgendwo anders sicherlich als sexuelle Belästigung von Minderjährigen zählen. Also nein, ich schaue mir deine Shorts nicht an. Ich habe kurze Hosen. Ah, King. Das könnte einfach werden, dieser Kampf. Aber nee, Shikara kann auch mal wieder was kämpfen. Komm herbei, Shikara. So kriegst du auch noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Shikara, mit einem Donnerschock erledest du Taubsi, Habitat flott. Gott, sehr effektiv. Ganz und gar nicht mies. Gott, oh nein, verloren. Rotem, so ist es nun mal. So ist es nun mal. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und man erhält manchmal einen Trank auch. Gut, aber irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, es gab mal auf dieser Route mehr Trainer. Oder es täuscht aktuell. Mal sehen, hier müsste gleich ein Trainer sein. Kein Doppelkampf? Vielleicht wurden die Doppelkämpfe noch ausgelassen.
Was hältst du von einem Kampf gegen mein neues Pokémon? Aber andererseits, Doppelkämpfe wird es, glaube ich, hier wohl auch geben. Naja, wie dem auch sei, Camper Marvin will kämpfen und setzt ein, ebenfalls männliches Nidoran ein. Ja, okay, King. Zeig deinem Artgenossen mal, wer hier der King ist. Sofort einsetzen. Warte mal. Kopfnuss, ja. Kopfnuss, Kopfnuss. Das ist ein Genuss. Boah, Giftstachel, das bringt doch gegen ein Gift-Pokémon nichts. Camper Marvin, geh zurück in die Trainerschule in Vertania City. Da lernst du wenigstens noch was. Oh, 32 Erfahrungspunkte. Haushoch verloren! Ja. Ah, aber zwei Superbälle habe ich jetzt erlangt. Gott. Oh, Sandan. Wartet mal, Sandan. Mankey. Warte mal, wieso gibt es hier eigentlich einen Sandan? Okay, gegen Sandan habe ich eigentlich... Warte mal. Okay, ein großartiger Wurf. Aber... Sandan, Mankey... Eigentlich sollte es Sandan hier nicht geben. Oh, eine Himibeere haben wir auch noch gekriegt. Gut. Aber ja, eigentlich sollte es dieses Pokémon hier nicht geben. Ich habe mir doch extra die Liste, also die Karte da von der Pokémon Let's Go Pikachu. Na, Verpackung mal angesehen. So, Mankey, das Schweinaffe-Pokémon. Ist sehr agil und lebt auf Bäumen. Aufgrund seiner hitzköpfigen Natur wird es schnell wütend, was dazu führt, dass es alles und jeden angreift. Okay. Okay, ich sollte mir vielleicht gleich nochmal kurz die Liste mal anschauen. Naja, um genau zu sein, ist es eigentlich nicht direkt eine Liste, aber... Es ist nicht direkt eine Liste, aber eine Karte. Und dabei hatte ich jetzt eigentlich nicht Sandan gesehen. Eigenartig, eigenartig. Na gut, dann setzen wir jetzt mal kurz mal einen Superball ein. So, auswählen. Zielen und... Feuer! Gott! Superball, Superball, wir sind hier ja dabei. Aber zu schade eigentlich mit Sandan. Denn ich habe ja schon ein Pokémon, ja im Team, was im späteren Spielverlauf zu einem Boden-Pokémon wird. Tja, Sandan, der Körper dieses Pokémon ist sehr trocken. In kalten Nächten wird sein Körper von Tau überzogen. Oh, nicht schlecht, Herr Specht. Also gut, dann... Warte mal, Nidoran... Gibt es hier noch mehr andere Pokémon? Nein, Ratfratz ist hier und da. Aber irgendwie kommt mir die ganze Gegend jetzt ein bisschen anders vor. Okay, Lockparfüm. Okay, Ratfratz will also unbedingt gegen uns kämpfen. Okay. Da langt allerdings ein einfacher Pokéball. Aber ich muss unbedingt jetzt nochmal kurz auf die Karte schauen. Also einen Moment. So, die Karte. Also aktuell sehe ich eher auf der Karte hier ein Pummeluff und ein Mankey. Ich sehe hier aktuell überhaupt nicht sowas wie ein Rad, wie ein Sandan. Eigenartig. Muss wohl irgendwas anderes jetzt hier sein. Hornattacke. Hornattacke ist doch eigentlich noch stärker als Kopfnuss, oder? Hornattacke. Stärke 65, Genauigkeit 100. Und Kopfnuss 70, 100. Rammt das hier mit einer Kopfnuss. Hier schreckt eventuell zurück. Okay. Die Hornattacke brauchen wir jetzt also nicht. So, die Hornattacke braucht King nicht. Gut, Ratfatz haben wir jetzt auch wieder ins Team aufgenommen. Gut, dann kämpfen wir jetzt einmal gegen diese Camperin hier. Hey, hast du mich etwa gerade geschubst? Nie im Leben. Ich bin einfach an dir vorbeigegangen. Gut. Picknickerin Cornelia. Aha, wieder mal ein Nidoran. Ah, jetzt ein weibliches. Na, meinetwegen. King, leg mal los. Setze Kopfnuss mal wieder ein und besiege dieses Nidoran ganz fein.
Es hat sowieso keine Chance gegen uns. Denn es ist gleich besiegt. Und ist sowieso noch ein bisschen schwach. Eigenartig. Sandan erreicht Level 4. Er lernt Giftstachel. Okay. War es schon vorbei? Ja. Und wir erhalten wieder mal 2 Superbälle. Warte mal, wieder... Okay, Menki wollte ich jetzt eigentlich nicht haben. Aber gut, wenn du mich unbedingt herausfordern willst. Ey. Wenn du mich unbedingt herausfordern willst. Dann werde ich dich fangen. Und schlagen. Besiegen. Gott. Das winzige Menki wurde gefangen. Noch eine Himbeere haben wir auch noch gekriegt. Aha, Sandan erreicht Level 5. Aber trotzdem. Sandan. Brauchen wir aktuell nicht hier. Okay. Höchstwahrscheinlich ist die Route immer noch genauso lang wie damals, als ich sie zum ersten Mal bestritten hatte und abgegangen bin. Doch es könnte jetzt sein, aufgrund dessen, weil es ja ein Switch-Spiel ist, Spiel der allerneuesten Generation und so weiter und so fort, kommt mir die ganze Gegend bloß ein bisschen, naja, größer vor, als sie eigentlich ist. Na gut, Radfratz hat allerdings auch nicht sehr viel zu melden hier. Wäre ich heute doch nur daheim geblieben. Ja, dann hättest du noch gesunde Beine und wär's nicht... Warte mal. Okay, was ist da? Wartet. Na? Hallo, was hast du gefunden? King hat an den Pflanzen etwas gefunden. Ne Himbeere. Okay. Wieder einmal. Okay, da sitzt einfach jemand und hier... Okay, wieder mal Menki. Allerdings brauchen wir wieder... Okay, jetzt ein Radfratz. Menki, Radfratz. Okay, ist ja nicht schlecht, dass hier die Pokémon ja immer in der Gegend herumlaufen, aber... Naja. Du bist ein Pokémon-Trainer. Dann lass uns keine Zeit verschwenden. Aber es ist ein bisschen komisch. Eigentlich war hier auf der Karte ein Pummelhof abgebildet. Naja, vielleicht kann man nicht so besonders nach der Karte gehen, aber bei Marmoria City ist ja auch ein Aerodactyl abgebildet. Und ein Aerodactyl kriegt man da eigentlich auch. Wenn man ja im späteren Spielverlauf jetzt der Schneider hat, hier jetzt Spaltschnitt, dann kriegt man ja ein Bernsteinfossil. Na, wie dem auch sei, in Kürze sind wir erstmal mit einem neuen Teamkameraden dabei. Gott. Chikara erreicht Level 13. Radfratz Level 6 ist ein bisschen uninteressant. Aktuell. Mit anderen Pokémon hätte ich bestimmt gewonnen. Nein, hättest du auch nicht. Denn wir sind besser. Meine Pokémon sind um einiges stärker. Also gut. Was steht hier aktuell? Route 3 zum Mondberg. Okay. Na, okay, jetzt ist hier ein Habitag. Hatte ich einen Habitag schon mal gefangen? Nein. Weshalb ich es jetzt auch fangen werde. Ein wildes Habitak wird gefangen mit Schmackes, ja. Gott. Wäre auch ein bisschen blöd gewesen, wenn Habitak jetzt ausgebrochen wäre. Gott. Gott, 54 Erfahrungspunkte. Gut. Habitak. Das Kleinvogel-Pokémon. In großen Höhen fällt ihm das Fliegen schwer. Allerdings kann es pfeilschnell umherflitzen, wenn es um den Schutz seines Habitats geht. Gut. Wirklich gut. Nein, okay. Wieder mal ein anderes Habitat, aber ist egal. So, wer bist du denn jetzt? Puh, ich muss hier erstmal eine kurze Pause einlegen. Ich bin von Azuria City durch den Tunnel gekommen. Geht nicht. Jetzt bin ich völlig alle. Ah, das geht... Warte mal, noch ein Trainer-Coach? Hallo? Hallöchen, ich bin ein Trainer-Coach, steht zu Diensten. Möchtest du ein bisschen trainieren, bevor du den Mondberg oberst? Jo.
Bist du bereit? Los geht's! Ah, die Trainer-Coaches. Ich hab ja schon von Meistertrainern gehört. Aber von Trainer-Coaches? Hatte ich bisher wirklich noch überhaupt nichts gehört gehabt. Ah, Trainer-Coach Nemo mit einem Mauzi. Mauzi, Mauzi, Mauzi. Miauz genau. Ah, es wird auch nicht allzu lange mehr dauern, bis wir dann... Warte mal. Zahltag? Hey, nett. Jetzt liegen hier überall Münzen verstreut herum, die wir mit Freude aufsammeln werden. Aber das ist jetzt endlich mal ein Trainer, der ein bisschen stärker ist. Als all die anderen Trainer hier. Okay, wieder mal Zahltag. Wow! Nidoran ist besiegt. Shikara! Räche deinen Kameraden! Räche ihn! Ja, du wirst ihn rächen! Und wenn ich mich nicht täusche, müsste eigentlich hier noch ein Pokémon Center sein. Wow! Okay, dieses Mauzi hat wirklich einiges drauf. Tja, er ist halt ein Trainer-Coach. Und Mauzi ist halt ein Pokémon eines Trainer-Coaches. Die müssen ja noch etwas drauf haben. Gut. Gut, 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 gut. Jetzt geht es wieder weiter. Du wirst den Mondbär bestimmt im Sturm erobern. Ah, du gewinnst 1300 Poké-Dollar. Und 195 Münzen. Das war ein toller Kampf. Hier hast du ein kleines Dankeschön. Zahltag. Ha, unerwartet. Ah, die TM57 beinhaltet Zahltag. Das ist eine nützliche Attacke, bei der mit Geld geworfen wird, das du später aufheben kannst. Ha, unerwartet. Warte mal, Nidoran, du bist jetzt wieder heil? Nein, du bist nicht heil. Du bist besiegt, aber da vorne ist ja sowieso ein Pokémon Center. Naja, wir gehen erstmal ins... Warte mal, okay, wir gehen erstmal ins Pokémon Center rein. Und dann auch gleich in den Mondberg. So, das geht doch jetzt ja schnell. Das wird dann gleich auch hell. Vielen Dank für deine Geduld. Deine Pokémon sind wieder topfit. Bitte beehre uns bald wieder, hatte sie noch gesagt. So, mal sehen. Hey, Jungchen, möchtest du ein unschlagbares Geschäft machen? Ah, yes! Ich verkaufe dir das supergeheime Pokémon Karpador für läppische 500 Poké-Dollar. Bei dem Angebot schlägst du auch sofort zu, nicht wahr? Joho! Du bezahlst den Wucherpreis von 500 Poké-Dollar für ein Karpador. Yo, Karpador! Karpador, das Fisch-Pokémon. Karpador ist für seine Nutzlosigkeit bekannt. Ob Meer, Fluss, See oder Pfütze, es schwimmt durch die verschiedensten Gewässer. Yo, Karpador und unserer Pokébox. Gut, gut, gut. Jetzt bin ich doch mal gespannt, was für ein Wesen es hat. Karpador, Karpador, wo bist du denn, mein Karpador? Da Bericht, Bericht, Bericht. Scheu prügelt sich gern. Das höre ich gern. Der Angriff ist allerdings nicht so besonders. Aber es prügelt sich gern. Das höre ich schon mal gut. Und gerne. Weshalb ich dich auch ins Team aufnehmen werde. Erst einmal ändern wir deinen Namen. Du bist dann mein nächstes neues Teammitglied. Und ich nenne dich... See... Kö... Nick. Ja, du bist der Seekönig, Karpador. Wenn du dich dann erstmal später... Warte mal, habe ich dich... Warte mal, ich muss dich erstmal ins Team einfügen. So, ins Team hinzufügen. Gott. Seekönig Karpador. Ist jetzt da. Wunderbar. Das finden wir doch einfach toll. Seekönig Karpador. Ah, wie schön, dass das so geblieben ist. Gott. Das ist gut, das ist gut. Das macht doch gleich viel Mut. Aua, ich bin über einen Kleinstein gestolpert. Ein Gesteins-Pokémon. Aha, kein Trainer. Du bist auch kein Trainer. Also ein Trainer, der auch nicht kämpfen will. Fluchtseil. Okay. Nicht übel.
Manche Pokémon lassen ihre Trainer auf sich reiten, wenn man mit ihnen spazieren geht. Ich habe den langen Fußmarsch zum Mondberg in Kauf genommen, um hier ein Onix zu fangen, das mich auf seinen Rücken reiten lässt. Nie wieder Blasen an den Füßen. Naja. Was soll's. So, Mondberg-Tunneleingang. Okay, und ein Mauzi liegt da oben. Das ist ja schon mal ein Indiz dafür. Jesse, James und Mauzi. Sie sind hier. Und im nächsten Part, wer weiß, vielleicht finden wir sie da schon mal. Im nächsten Part gehen wir dann hinein in den Mondberg. Und somit seid dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Phantom Art. Ciao.